Das ist eigentlich hauptsächlich das Basteln an der Sache selbst, also das ständige Weiterentwickeln und das Dranbleiben und Verbessern. Und irgendwann sind wir drauf gekommen, das heißt kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und ja, das ist es bei mir. Das Neue, immer wieder neu. Bei mir ist es eigentlich ähnlich, also aber hauptsächlich Spaß und Arbeit mit Freunden, halt irgendwie an gemeinsam was schrauben, halt was Sinnvolles zu arbeiten, nicht zu denken. Gut, 8 bis 5 und hoffentlich ist der Tag vorbei, sondern eigentlich bei uns ist eher so, ich freue mich schon wieder am nächsten, wenn ich aus dem Büro rausgehe. Und das motiviert halt auch sehr stark. Ja. Und der Durst nach einem gekühlten Makabe im Kühlschrank. Also meine Motivation in der Früh ist eindeutig auch das, ah, jetzt gibt es ein kühles Makaber. Dann freue ich mich natürlich, alle Leute wiederzusehen, nach einem langen Wochenende. Und es macht die Arbeit Spaß. Und dass es sich immer verändert ein bisschen und dass es auch immer wieder neue Herausforderungen gibt. Eine natürlich, an dem Ding zu arbeiten, mit dem Ding Sachen zu machen, macht einfach voll viel Spaß, weil so viele Leute in unserem Umfeld auch voll viele coole Projekte anstarten, wie ihr zum Beispiel. Und mit denen kann man dann zusammenarbeiten, das ist voll fein. Und halt einfach auch das Team, wenn ich die länger noch sehe, vermisse ich sie. Zu Beginn war es definitiv bei mir das Produkt im Mittelpunkt, also das Getränk. Und dann ist sehr stark dieser sozial-ökologische Gedanke gekommen, der dann auch in die Diplomarbeit bei mir in einem Jahr gemündet ist. Und ja, und dann ist das sehr interessant worden, weil das Produkt selbst ja vielleicht irgendwann einmal auch ein Ende hat von der Forschung und Entwicklung, aber sozial-ökologisch weiterzumachen, das ist sicher ein Fass ohne Boden. Ja. Das ist schon cool. Okay. Und beim Getränk geht es halt recht schön, sagen wir so. Was der Michi auch schon angesprochen hat, oder wir halt alle im Team, glaube ich, unisono, halt, dass wir halt eigentlich eine bessere Welt wollen und das so eigentlich nicht weitergehen kann, das hat uns auch schon die Studententage halt sehr beschäftigt, oder halt wenn man die Zeitung aufschlägt oder im Fernsehen auftritt, ist meistens eher Pessimismus als Optimismus. Und da halt irgendwie mit einem Produkt vielleicht eine Bewusstseinsbildung zu schaffen, es geht auch anders, man kann auch mit Spaß irgendwie vielleicht was erreichen, wo wir natürlich auch gesegnet sind in Österreich, muss man auch wieder sagen, aber viele haben halt die Möglichkeit und machen es halt dann trotzdem nicht. Und halt über das Produkt vielleicht wirklich eine Bewusstseinsbildung zu schaffen. Schau, es gibt nachhaltige Rohstoffe, es gibt halt irgendwie, es kann fair gehandelt sein, biologisch. Und der Zug ist jetzt nicht ganz neu, aber wir setzen uns jetzt auch nicht gerade wirklich in den Zug rein, sondern das macht auch ein bisschen stolz, dass wir da ein bisschen auch schon Lokführer waren und einer der ersten Produkte waren, die das irgendwie forciert haben. Und das halt weitermachen und vertiefen. Ist es eigentlich das, eine Firma zu haben, in die man gern geht, in der man gerne arbeitet? Und das motiviert mich. Ganz kurz und bündig. Danke. Also zum einen das Produkt, das war ja von Anfang an irgendwie mit dem Bio, mit dem Regional, mit dem Fair und so weiter. Und dadurch, dass es nur ein Produkt ist, kann man eigentlich auch immer dann noch ziemlich viel Feintuning machen oder es gibt immer noch irgendwo was besser geht. Und auf der anderen Seite halt nicht nur ein Produkt zu machen, das fein ist und das cool ist und das sich Gedanken macht, sondern auch eine Firma zu sein, in der halt Sachen anders funktionieren dürfen. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ja, Pläne gibt es viele. Ja, aber es wird in nächster Zeit, wenn du mich fragst, eher das eine Produkt bleiben. Und die Supply Chain ist doch ziemlich umfangreich, also die Wertschöpfungskette. Und also ich finde es gerade derzeit spannend, diese Wertschöpfungskette auch so grün und sozial wie möglich zu gestalten, bevor man jetzt vielleicht in ein zweites Produkt geht. Aber vielleicht kommt ein zweites Produkt nebenher, also das kann ich jetzt nicht beantworten. Das neue Schlagwort von uns ist die Soziokratie. Aber da habe ich jetzt einen Jan vorweggenommen, glaube ich. Entschuldigung. Ja. Ja, also, okay. Weit in Richtung Grün. Ja, ja, Soziokratie, Gemeinwohlökonomie möchte ich aber, dann kann die Agnes oder der Jan mehr dazu sagen, weil die sind da mehr dahinter jetzt auch mit dem Gemeinwohlbericht. Sonst irgendwie eigentlich den Pfad nicht verlassen, sich selber eigentlich ehrlich zu bleiben, authentisch zu bleiben. Nicht jetzt wachsen und auf einmal vielleicht Strukturen reinzuführen in eine Firma, die halt dann in die entgegengesetzte Richtung gehen von dem, was wir halt gerne wollen, für was unser Herzen schlägt. Und das sind, glaube ich, eh spannende Sachen, bevor man da jetzt ein zweites Produkt, einfach zu schauen, wie geht es mit dem Produkt, dem bestehenden Markt vielleicht
verfestigen, dass man halt auch für die Zukunft planen kann, weil das Geschäft auch sehr schnelllebig ist. Und dann, Geduld ist unser Sonnenschein, ist eigentlich unser Spruch. Ja. Geduldig muss ja. Sie meistens nicht so leicht, geduldig zu bleiben. Also von dem her, bleiben wir mal so. Also check it easy, das gefällt mir auch, steht ja auch da hinten, finde ich auch schön. Das heißt also, mal schauen, was kommt. Es kommt eh jeden Tag ziemlich viel. Also und dann einfach dranbleiben bei den Sachen. Und halt das, was der Michi vorher angesprochen hat, die Soziokratie, also demokratisches Unternehmen und halt KVP, also dass halt auch alle entscheiden. Also ist das eigentlich gar nicht nur eine Entscheidung, die von der Spitze ausgeht, sondern eigentlich im Team entschieden wird. Und dann schauen wir mal. Also jetzt das nächste Projekt wird sein, halt dieses demokratische Unternehmen einzuführen. Ja, also jetzt ganz konkret das Projekt von Jan und von mir ist eben die Gemeinwohlbilanz, die wir jetzt dann zum ersten Mal legen. Da freuen wir uns auch schon ziemlich drauf, weil es einfach auch cool ist, so ein Tool zu haben, das wirklich eine Zahl ausspuckt, die man dann auch vergleichen kann und sieht, wo man halt noch mehr anzahlen muss und wo es schon ganz gut passt. Und prinzipiell ist Makaba ja eher, also eine Idee und in erster Linie und in zweiter Linie ein Eistee und die Idee ist eben an einer fairen und chilligen Welt zu arbeiten und der Rest passiert dann eh. Okay. Und Asia aus Völkerbruck rocks!